Komm schon. Wieso geht das jetzt nicht? Mann! Das geht nicht! Alter, wie viel die mir Energie abziehen. Das ist ja unglaublich. Ah, Mann! Ich sterbe! Nein! So, und da sind wir auch wieder hier bei Oceanhorn. Bei einer weiteren Folge. Wir sind hier immer noch bei den Ruinen von Arkadien. Und ich bin echt gespannt. Was ist das? Oh, ein goldenes Zahnrad aus der Antike. Dafür bekommst du 50 Münzen. Ich bin echt gespannt, was jetzt so passiert. Okay. Ja. Oh. Kann ich hier irgendwas machen? Aha. Alles klar. Was gibt's denn hier so Schönes? Ach was, da liegt jemand. Gehen wir doch mal hin. Okay. Kid, you came. My plan did not work out. All of a sudden it changed and I could not control it anymore, but I was able to cut it loose from the power grid. It cannot repair itself now. Listen, when Oceanhorn wakes up, it will try to fry you with its death ray. Make sure you are prepared. You are a tough kid, and you have your mother's strength. Light inside you that makes you go one step further. Something I never had. When this is all over, we should visit her grave and tell her all about your adventures. No, it's moving again. Run, kid! Just leave me and save yourself! Oh, shit. Es ist jetzt wirklich soweit. Oceanhorn, unser Endgegner. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich muss hier erstmal klarkommen. Ah, da kann er mich auch treffen. Verdammt. Warte mal. Wir haben ja die Flöte bekommen. Vielleicht können wir damit schon mal irgendwas machen. Okay, scheint nicht. Oh, okay. Muss ich jetzt... Ah, diese Dinger wahrscheinlich. Oh, oder? Hilfe! Lass mich! Ah! Ich habe keine Energie mehr. Warte, ich muss mal kurz warten. okay, diese Dinger da oben. Könnte sein, dass ich die kaputt machen muss? Waren das? Okay. Jetzt muss ich schnell sein. Ah. Ja, aber viel. Muss mal schnell in die Ecke. Viel bringt das ja nichts, ne? Wenn man sich die Leiste da unten anguckt. Mal schauen. Jetzt erstmal den anderen. Okay. So macht man das. Okay. Ich denke, das war aber noch nicht alles. Kann man nicht vorstellen, dass das so einfach ist. Shit. Okay, was ist los mit dir? Oh, gut. Was war das denn? Eine Bombe? War er das?
was. Scheiße. Oha. Das ist natürlich mies. Scheiße, ey. Oh, verdammt. Das wird hart. Scheiße, ich komme hier nicht durch. Okay, erstmal wieder ein paar Herzen aufgefüllt. Oh, scheiße, das mit den Bomben ist kacke. Na los! Shit! Und die kommen bis hier hinten hin, die Bomben. Oh, kacke. Ich muss mal meine Energie wieder auffüllen. Na los! Alter! Komm schon! Wieso geht das jetzt nicht? Mann! Das geht nicht! Alter, wie viel die mir Energie abziehen. Das ist ja unglaublich. Ah, Mann! Ich sterbe! Nein! Was? Alter! Das ist krass. Oh mein Gott. Shit. Oh nein. Das mit den Bomben ist echt mies. Oh, verdammt, ey. Mit der Flöte kann ich anscheinend auch nichts machen. Ist auch sehr komisch. Ich weiß gar nicht, warum ich die bekommen habe. Das machen wir mal weg. Scheiße, wo bin ich? Was ist los? Krieg ich das nicht mehr hin? Hey, irgendwas mache ich hier gerade falsch. Sollen wir mal meine Anzeige wieder warten? Ah, jetzt. Nein. Ah, ich will hier weg. Komm schon. Boah, man muss echt schnell sein. Kommen die Bomben schon, ne, oder? Nee. Nein! Shit. Oh, ich bin gleich schon wieder tot. Ich muss erstmal kurz Herzen sammeln irgendwie. Aber wie? Diese scheiß Bomben, ey. Oh, was? Ah, wie soll ich das hinbekommen? Verdammt. Na toll. Warte mal, waren hier noch irgendwie Herzen? Ich muss meine Energie voll haben. Ich krieg das sonst nicht hin.
Gib mir ein Herz. Wie? Oh, verdammt. Ich brauche Herzen. Komm her. Na los, komm her. Oh Mann. Shit. Bin schon wieder am Anfang hier. Kein Herz, okay. Oh. Gut, dann versuche ich das mal so. Ich kriege hier jetzt leider gar kein Herz mehr. Shit, 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 shit. Der ist echt mies. Ah! Praktisch. Einmal rausgehen, dann sind die Behälter wieder hier. Und ich kriege kein Herz. Was? Oh, Gott sei Dank. Oh Mann, das ist krass, ey. Leute, Oceanhorn, unser Endgegner, ist hartnäckig. Aber das war mir irgendwie klar. So, weiter geht's. Auf ein neues. Ah, wo bin ich? Weg hier. War immer gleich beim ersten Mal, ne? Kannst es auch nicht lassen. Ja, ja, ja. Komm her. Na los. Damn, 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 damn. Auf die Nase. Auf die Nase. Schnell weg hier. Nein. Na los. Gleich. Nein. Ich habe gleich keine Energie mehr. Ah, diese Leistungsanzeige, ne? Ist ja echt ein bisschen minderwertig. So. Komm her. Gleich mit einer Bombe. Schon. Ah, schnell weg. Nein. Ach, komm schon. Oh, shit. Hä? Oh, ich brauche erstmal Herzen. Erstmal Herzen. Ja. Schnell. Schnell. Schon, bitte. Habe ich es geschafft? Habe ich? Habe ich? Oh oh. Jetzt kommt noch was. Oh oh. Wo will er denn hin? Hallo? Nein.
This is it, son! Deliver the final blow! Okay, es geht weiter. Ach, die Scheiße, ist der jetzt groß. Hilfe! Okay, ich habe noch volle Herzen. Oh nein! Alter! Krass! Oh, was ist das denn? Lass mich in Ruhe. Ich brauche erstmal Herzen. Okay. Lass mich in Ruhe. Dunkler Apostel, okay. Muss ich den wahrscheinlich erst töten? Boah, dauert das lange. Aber er kann mir nichts. Hä, aber Oceanhorn hat gar nichts, gar keine Energie verloren dadurch. Okay. Hä, was muss ich denn machen? So, und jetzt? Jetzt kommt er wieder? Hä, muss ich das ganz oft machen, oder? Hä? Ich verstehe das nicht so ganz. Hallo, dunkler Apostel. Jetzt geht er wieder. Warte mal. Flöte vielleicht? No. Hä? Was ist jetzt? No, it's not possible. Nobody else should be able to control it. Severe effect on living fortresses. Without the guidance of the emblems, they lost their sense of purpose. When your mother brought the emblem of Sun back to this world, some part of Oceanhorn woke up. Suddenly it had a direction. Desperately started to seek the right pilot. Descendant of the Knight's bloodline. Only the most noble among knights were chosen to be pilots of living fortresses. Those were our ancestors who operated these war machines. All that Arcadians ever wanted was to secure peace, but sometimes desperately clinging onto doing good can be an act of evil. It was forbidden to combine technology, magic, and blood in Arcadia.
But Archimedes was willing to cross that border by creating living fortresses. And the existence of Arcadia was threatened. He was not the first one to succeed in these dark arts. Mesmeroth turned himself immortal by doing the same thing. He sacrificed his body by casting a dark magic that bound his soul into a machine. The sins of our ancestors have been purified, and the power of the emblems have been restored. It's time to rebuild the world, kid. Ja, krass. Das ist jetzt das Ende von Oceanhorn. Der Endgegner war eigentlich doch ziemlich einfach, wenn man weiß, wie es geht. Jetzt zum Schluss hätte ich das nicht gedacht, dass es so einfach wäre, aber okay, also das mit der Flöte, das war jetzt auch echt nur ein Zufall. Ich wollte einfach alles mal ausprobieren, was ich da machen kann. War echt nice, muss ich sagen. Also das ganze Spiel hat mir echt sehr gut gefallen. Es von der Zeit her auch war echt angemessen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viel Prozent ich gemacht habe, denn ich glaube, man hätte auf jeden Fall noch einiges entdecken können auf den Inseln. Da habe ich bestimmt einige Sachen vergessen, oder zum Beispiel kann man ja auch mit den Bomben noch irgendwelche Wege finden. Kann mir nicht vorstellen, dass ich die 100% geschafft habe. Aber ansonsten das Spiel echt gut gemacht, auch mit den verschiedenen Inseln, dass immer eine Insel wieder freigeschaltet worden ist und die man wieder neu erkunden kann. Von der Grafik her finde ich das echt gut, das ist so echt mein Stil, was ich so gerne spiele. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer das Spiel war, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr das selber spielen möchtet, dann könnt ihr ja mal versuchen, die 100% zu knacken. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich will mal gleich gucken, wie viel ich hinbekommen habe. Aber so echt ein nice Game. The End. 57%. Oh, war ja. Da geht noch was, würde ich sagen. Oh Gott. 57. Okay. Naja, man hätte auf jeden Fall noch ein bisschen die Herzen auf jeden Fall auffüllen können. Dann wäre man auf jeden Fall nicht sofort gestorben beim Endgegner. Also die Bomben, die hatten es ja echt in sich. Aber sonst eigentlich ganz cool. So mit den ganzen Rätseln und so ist echt fast so wie Zelda. Natürlich kann man das nicht ganz so wie Zelda vergleichen. Aber die Entwickler haben sich da echt was Gutes bei gedacht. Also ich finde das Spiel echt super. Ich habe jetzt auch eigentlich nichts, was ich kritisieren könnte. Ich bin mal überlegen, aber ich glaube, soweit fand ich eigentlich alles wirklich in Ordnung. Muss ich echt sagen. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall mit diesem Let's Play. Was als nächstes kommt, das werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.